Liebe Schwestern und Brüder, es ist so oft das Überraschende der Heiligen Schrift und es ist ein Kennzeichen unserer Heiligen Schrift, dass sie an sehr wichtigen Punkten nicht partikular ist, wie man das mit dem Fachausdruck nennt, sondern universalistisch. Also sie hat nicht eine Verhaltensregel oder eine Grundaussage nur für eine ganz bestimmte abgezirkelte Gruppe, sondern was sie sagt, gilt für alle. Das ist bei der Erschaffung des Menschen so. Das ist einer der wenigen alten oder überhaupt das einzige alte Textzeugnis, das so universalistisch ist, dass es nicht von dem Juden spricht oder von irgendeiner Nationalität oder etwas, sondern vom Menschen prinzipiell und grundsätzlich. Und diese Linie wird heute aufgenommen, wenn wir das 10-Wort hören. Wir sagen normalerweise 10 Gebote. Das 10-Wort Gottes als ein Geschenk, als eine Zuwendung Gottes zum Menschen, der Ermöglichung eines Lebens, eines gelingenden Lebens, eines guten Lebens. 10 Worte, die nicht nur für Juden gelten, nicht nur für Christen gelten, mit denen alle Menschen gut und in rechter Weise zusammenleben können. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir diese 10 Worte überhaupt wieder neu entdecken und sie an uns heranlassen. Allerdings müssen wir uns als Christen fragen, ja, wenn das alle halten sollen, was ist denn dann für uns das Besondere? Oder reicht es, wenn wir, wie wir sagen, anständige Menschen sind? Man kann es im Zusammenhang mit der Beichte ja so oft hören. Ich bin ein anständiger Mensch, ich habe noch niemand umgebracht. Es wird sozusagen, dass das Kennzeichen eines anständigen Menschen, dass er noch kein Mörder geworden ist. Immerhin. Wieder sind es die Väter, die uns zeigen, wie man als Christ auch mit diesem universalen 10-Wort in Dialog treten kann. Gregor Palamas ist es, der diese 10 Gebote durchgeht und sagt, was ist der Punkt, wo wir noch einmal mit dem Evangelium, mit der Stimme Jesu besonders ins Gespräch kommen müssen. Denn im Grunde genommen bedeutet es, wenn wir das Evangelium kennen, Christus selber kennen, dieses Wort noch einmal für uns, dieses 10-Wort noch einmal zu intensivieren. An einem kurzen Beispiel soll uns das deutlich gemacht werden, was das bedeutet. Etwa im Gebot, den Namen Gottes nicht zu missbrauchen. Hier ist vom Schwur die Rede, vom Schwören. Natürlich weiß Gregor Palamas, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Und er sagt, jeder Schwur, jedes Schwören ist eigentlich ein Missbrauch des Namens Gottes. Fliehe vielmehr den Schwur ganz und gar, denn durch den Schwur kommt es zum Meineid, der Dank von Gott entfremdet und den, der sich des Meineids bedient, zu den Frevlern rechnet. Indem du vielmehr in all deinen Worten wahrhaftig bist, wirst du die Sicherheit eines Schwurs bieten. Kommt es aber einmal dazu, dass du dich eines Schwurs unterzogst, was verwünschenswert ist, dann sollst du ihn, falls es sich um etwas aus dem göttlichen Gesetz handelt, als gesetzmäßig erfüllen. Von dir selbst aber Buße verlangen, da du überhaupt geschworen hast, durch Almosen, Flehen, Trauer und Misshandlung des Leibes, Christus gnädig stimmen, der gesagt hat, du sollst nicht schwören. Wir sehen hier, wie eine solche Intensivierung geschieht. Und es wäre gut, wenn wir uns auch in der Kirche, da wir da so viele Eide leisten müssen, zumindest wir Priester müssen solche Eide leisten, gut, genau das zu hören. Wenn wir schon etwas tun, innerhalb der Gemeinschaft des Leibes Christi, von dem Christus ausdrücklich sagt, wir sollen es nicht tun, dann sollen wir das Versprochene zwar erfüllen, aber wir sollen wegen der Missachtung des Wortes Christi Buße tun.